Leute, willkommen beim neuen Video. Heute Rhein-Derby zwischen Köln und Leverkusen U17. Und sogar eine Minute zu früh angepfiffen. Also 1-0 für unsere U17 des 1. FC Köln. Vielleicht setzen sie die Spieler dann noch wieder an. Borussia holen mindestens aber das super sympathisch, der Verein. Da hast du, glaube ich, auch viel Spielerbruch. Ja. Ja, bei uns gab es schon Sache bei uns im Hause. 1-0 für unsere U17 des 1. FC Köln. Schön am Schiffen hier. Ich dachte, das Schiff in der Allianz Arena. Das ist dort auch das Landungs- in Darmstadt, der Sehenswert Kranichstein mit dem Schloss gleich neben der Reitanlage. Also das Gefühl, dass wir uns einmal sehen werden an der Seite. Was machst du denn noch? Eins, eins. Auflagemengen, die du da kaufen kannst. Also solche Spiele normalen FFP2 in Weiß, Schwarz, Rot und so. Ja. Das war gar nicht so teuer. Also das war nur also quasi die Lidl-Billig-Dinger. Ne? Plus nochmal so viel von Druck so in dem Bereich. Ja. Das geht. Muss ich eigentlich mal. Da hast du auch gesehen, die hingen dann bei vielen doch runter. Saarland ist ja auch so eine Ecke, die jetzt nicht so beschissen hier auffällt. Ja. Weil die haben andere Sorgen, oft 20% arbeitslos. Und, aber was da wieder typisch war, also von den 110 Kilometern war ich vielleicht 10 Kilometer auf dem Radweg gefahren. Also echt so eine schlechte Infrastruktur dafür. Ja! Geil! 2-1 für die U17 des 1. FC Köln. Ja, Oberberg ist ihm auch aufgefallen. Das ist, ja, geiles Ding, ey. Wird ihm auch wenig gemacht, denn das ist so idiotische Radwege. Zwei Richtungen, plus Fußgänger. Ja, das ist. Und ein Meter schmal. Ich bin mir nicht sicher, ob die das oben ist. Ja! Jetzt lässt er es gehen! 3-1! Für unsere U17 des 1. FC Köln. Wenn ich doch noch das offene Eis schrauben nutze. Aber wenn wir einen anderen nutzen, schöne Grüße an dich, Martin Billes. Oder je nach Region in der schön. Na doch, das war schon richtig. Ich bin versiegt da. Endstand 3-1 für unsere U17 des 1. FC Köln.